Hey Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute auf jeden Fall die Dokumentation am Start. Und zwar habe ich ja vor gut 3 Wochen ein Projekt gestartet. Und zwar so wenig wie möglich mit dem Handy auszukommen. Und heute ist auf jeden Fall die Dokumentation, also in dem Video werde ich das Ganze eben dokumentieren, wie es mir dabei gegangen ist und werde dann am Schluss des Videos auch nochmal eine Statistik zeigen, wie viel Akku ich jeden Tag verbraucht habe, ohne natürlich das Handy tagsüber aufzuladen. Das heißt, von morgens bis abends ist das Handy einmal vollgeladen und wie viel Akku ich eben von morgens bis abends verbraucht habe. Und das ist eben das Projekt gewesen, 3 Wochen lang so wenig wie möglich mit dem Handy auszukommen. Und ich würde sagen, ich starte auch direkt mit der Dokumentation. Bevor es aber losgeht, wie immer die Grüße aus dem letzten Video. Grüße gehen raus an Andis Gameplay, an Sebastian Klopf und an Robert Berger. Wenn ihr im nächsten Video auch gegrüßt werden wollt, einfach ein positives Kommentar schreiben und dann habt ihr eventuell gute Chancen, im nächsten Video auch gegrüßt zu werden. Und somit würde ich sagen, beginnen wir mit dem Video. Beginnen wir mal damit, wie es mir allgemein bei diesem Projekt so dabei gegangen ist. Und zwar ist es auf jeden Fall eine Erfahrung wert gewesen, für mich vor allem, weil ich bin ganz ehrlich gesagt noch nie so lange ohne jetzt dem Handy ausgekommen. Also man hat ja jetzt so untertags schon immer den Drang, mehr irgendwie am Handy zu schauen, weil es eben irgendwie von selber geht. Ja? Das ist so irgendwie in uns eingebaut, dass wir gar nicht mehr dran denken, schaue ich jetzt gerade aufs Handy oder nicht. Das hat sich irgendwie so eingebürgert in der Welt, in der heutigen Welt 2020. Und ich wollte auf jeden Fall das so ein bisschen deswegen durchleben, wie ist es tatsächlich ohne Handy zu leben, ist das überhaupt noch möglich oder nicht. Aber tatsächlich überlebt habe ich es. Ich fand es sogar, wie gesagt, eine Erfahrung wert auf jeden Fall. Und auf jeden Fall habe ich auch wieder Bock, so ein zweites Experiment zu machen, wieder sowas Ähnliches durchzuführen, vielleicht einmal eine Woche oder 2 Wochen so wenig wie möglich allgemein mit elektronischen Geräten auszukommen. Oder auch einmal generell nicht mal an ein elektronisches Gerät zu denken, ist vielleicht auch mal eine ganz interessante Challenge. Aber auf jeden Fall, mir hat diese Challenge oder besser gesagt dieses Experiment auf jeden Fall wirklich viel Spaß gemacht. Und ja, ich muss dazu sagen, in der Zeit, wo ich so wenig wie möglich mit dem Handy auskommen musste, habe ich auf einmal viel, viel mehr Zeit gehabt. Und zwar das Ganze deswegen, wenn man ja sonst immer so die Zeit mit Instagram, Snapchat, YouTube schauen und YouTube-Videos schauen, abchecken, WhatsApp und so weiter und so fort, wenn man ja so die Zeit ja mit seinem Handy immer schnell verbringt und wenn auf einmal das alles wegfällt, dann weiß man mal zum einen gar nicht jetzt, was soll man jetzt tun. Und zum anderen hat man aber auch irrsinnig viel Zeit jetzt irgendwie, die man dazu gewinnt. Und das fand ich auf jeden Fall eines der wichtigsten Punkte, wo man sagen muss, ey, das ist auf jeden Fall wirklich eine Erfahrung wert, weil ich glaube, vielen Menschen ist das gar nicht mehr so bewusst, wie eigentlich das Leben oder besser gesagt, wie eigentlich ein Leben ohne Handy aussehen würde. Und in den Punkten bin ich einfach wirklich zufrieden, dass ich das Experiment mal wirklich durchgeführt habe. Ja, ich würde sagen, bei 20 Daumen nach oben, wenn wir die 20 Daumen nach oben knacken, führe ich auf jeden Fall ein zweites Experiment durch, so wenig wie möglich mit allgemeinen oder mit allen elektronischen Geräten auszukommen. Das heißt auch, darunter gilt auch natürlich der Fernseher, der im Hintergrund läuft, oder zum Beispiel, ja, das Handy ohnehin oder jetzt auch Computer, iPad, keine Ahnung, was da noch alles gibt, PC, Laptop und so weiter und so fort. Also alles, was im Prinzip ein elektronisches Gerät ist und was man irgendwie
so zur Digitalisierung auch nutzt, dass ich mal so ein zweites Experiment irgendwie durchführen soll. Also wie gesagt, wenn ich das machen soll, auf jeden Fall einen dicken, fetten Daumen nach unten da lassen. Bei 20 Likes haue ich auf jeden Fall ein zweites Experiment raus und dann kommt wieder eine Dokumentation, wenn es sich ausgeht, auch noch in der Sommervideo-Drehsaison. Im Anschluss würde ich jetzt sagen, kommen wir jetzt zur Statistik mit dem Akkuverbrauch und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der Statistik. Ja, Leute, hier könnt ihr auf jeden Fall die Statistik schon sehen. Und ihr seht es im Großen und Ganzen, also jetzt vom Mittelwert her gesehen, war ich am jeden Tag oder am jeden Tagesende so circa auf 86%. Und würde man hier der Statistik jetzt folgen, würde das auch ziemlich ganz gut entsprechen. Ja, hier sehen wir auf jeden Fall den Verlauf der Kurve. Also anfangs war ich etwas besser, dann musste ich noch ein bisschen so, weil ja zur Zeit da noch Schule war, musste ich das Handy halt schon aufgedreht haben, weil wir uns kontaktiert haben, wann Zeugnis ist und so weiter und so fort. Also, dass man auf jeden Fall Bescheid weiß und so ein bisschen halt doch immer up to date ist. Weil nicht, dass man jetzt irgendwie etwas verpasst oder so und dann irgendwie keinen, wie soll ich jetzt am besten sagen, keinen Termin bekommen hat und dass man dann irgendwie alles versäumt hat oder so. Drum habe ich da eben zu dieser Zeit mein Handy noch aufgedreht gehabt und drum war hier der Akkuverbrauch ja, den Werten entsprechend. Aber dann, wie die Ferien begonnen haben, habe ich mal 5 Tage durchgezogen. Da gab es dann 5 Tage, habe ich gar nicht mal das Handy angerührt. Dann ist da die erste Woche Ferien schon begonnen. Da habe ich dann zugegebenermaßen wieder ein bisschen mehr am Handy gewerkt, das auch aber zugegebenermaßen der Grund, weil ich dann schon ein bisschen was für YouTube investiert habe. Ich habe auch schon ein bisschen so vorgearbeitet für das Musikvideo. Ihr wisst ja Bescheid, 31. Juli kommt das Musikvideo online. Und da habe ich auf jeden Fall dann schon immer so ein bisschen Akku schon verbraucht. Ja, dann wurde es wieder etwas weniger, was ich verbraucht habe. Ja, und dann eben immer so im Durchschnitt. Aber im Großen und Ganzen habe ich eigentlich recht wenig Akku verbraucht. Ich glaube, da wo ich am meisten Akku verbraucht habe, da war, glaube ich, der Stand nur mehr auf 70%. Aber ich glaube, weniger als 70% hat es nicht einmal gegeben. Ja. Und der höchste Stand ist halt 5-mal in Folge hier 100%. Das ist der Höchststand. Und ja, das auf jeden Fall zur Statistik. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video wie immer gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir auf jeden Fall mit dem dicken, fetten Daumen nach oben. Wie ich sage, bei 20 Likes, ihr wisst es, kommt ein zweiter Teil davon raus. Und ansonsten würde ich sagen, folgt mir gerne auf Insta, Facebook, Snapchat, ist alles am Display eingeblendet. Und in diesem Sinne würde ich sagen, was das mit dem Video. Morgen kommt auf jeden Fall wieder ein Video online. Ich weiß jetzt zwar noch nicht, welche Kategorie, aber das wird sich auf jeden Fall spätestens morgen dann zeigen. Und auf jeden Fall auf Instagram immer aktiv die Story mitverfolgen. Dort mache ich immer sozusagen die Anwerbung für das nächste kommende Video, was jetzt dann eben zunächst auf meinem YouTube-Kanal online kommen wird. Also auf jeden Fall immer aktiv sein auf meinem Instagram-Account. Da geht es auf jeden Fall wirklich wild zu momentan. Und in diesem Sinne, macht's gut, euch noch einen schönen Tag, ciao und bis zum nächsten Video.